Hier daher das furchterregende Motiv. Jetzt bin ich gespannt, du. The fuck? Wir können einer der Toten wiederbeleben? Hä? Wir können jemanden wiederbeleben? Nun, die Anleitung für das Wiederbelebungsritual steht in dem Necronomicon. Wenn ihr dieses Ritual, so wie es dort geschrieben steht, ausführt, könnt ihr jemanden wiederbeleben. Aber nur einer der vier, die bisher gestorben sind, okay? Okay. Und diese Person ist dann wieder Teil dieses Killing Games. Also, so rein technisch gesehen, könnt ihr diese Person dann sogar erneut umbringen. Wisst ihr, falls ihr es so benutzen möchtet. Also, man könnte jemanden wiederbeleben, diese Person umbringen. Und dann wäre man quasi der Mörder hier, oder was, okay? Dieses Motiv soll dafür sorgen, dass ihr bessere Freunde werdet. Oh, tut mir leid, das ist meine alte Gewohnheit und so, weißt du. Monodam, wir sollten einfach Monotaro vergeben. Weißt du, Freunde vergeben nun mal. Monofani, du bist ziemlich nett. Aber Freundschaft ist mehr als nur nett zueinander zu sein. Freunde bestrafen sich auch, wenn sie etwas falsch machen. Deswegen werde ich Monotaro bestrafen müssen. Oh oh. Was? Ich? Oder sie wird Monotaro? Habe ich das falsch gelesen? Sie muss... Warte einen Moment. Oh, stimmt. Sie muss jetzt Monotaro bestrafen. Oh oh. Bitte, nein. Nicht Monofani. Ich mache mich immer über sie lustig, wenn sie nicht schaut. Deswegen möchte ich nicht von ihr bestraft werden. Okay, ich mache es. Oh, okay. Ich dachte, jetzt kommt es wirklich zu einem Mord hier. Aber nein. Ja, und jetzt haben wir hier dieses neue Motiv, dass einer von uns anscheinend eine tote Person wiederbeleben kann. Es kommt mir so vor, als ob mich diese Akademie für jede Menge absurde Situationen vorbereitet hat. Aber was ich gerade gehört habe, war das bisher absurdeste. Ein Transferschüler? Wir können jemanden von den Toten wiedererwecken? Sag nicht solch dumme Dinge. Es kann einfach nicht möglich sein, dass man jemanden von den Toten wiedererwecken kann. Du, ich meine, wir haben bisher hier schon einiges gesehen. Ich bin mir so langsam echt nicht mehr sicher. Es kann einfach nicht passieren. Oh Mann, wer würde einen solchen Bullshit glauben, der überhaupt nicht wissenschaftlich ist, hä? Nicht zu glauben, weil es nicht wissenschaftlich ist, ist einfach nur Teil einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Dieses Ritual oder diese Wiederbelebungszeremonie stammt von Beerdigungszeremonien. Versteht ihr? Es ist ähnlich, oder? Der Akt, jemanden in die nächste Welt zu schicken, ist auch eine Art Ritual. Ja, ganz unrecht hat er da nicht, aber ich meine, jemanden zu beerdigen ist ja ist was anderes als jemanden von den Toten wiederzuerwecken. Durch Gerüchte und Legenden wurde dieses Ritual verzehrt, um Tote wiederzuerwecken. Ein Ritual. Also, weil du dich die ganze Zeit beschwerst und so, schätze ich mal, dass du wirklich daran glaubst, Hakio? Was sagst du da, hä? Man kann keine Toten wiederbeleben. Hast du das nicht gerade irgendwie gesagt? Was? Ohne Zweifel existieren die Seelen der Toten, aber man kann sie nicht zurückbringen. Totes Fleisch kann nicht wiederbelebt werden, genauso wie man ein zerbrochenes Glas nicht wieder reparieren kann. Also glaubst du an Seelen und so, aber du glaubst nicht, dass diese Seelen wiederbelebt werden können, ja? Das hört sich ziemlich verwirrend an, aber ich weiß, dass wenn ich fragen würde, das nur noch schlimmer und schlimmer wird und dieses Gespräch immer weitergehen würde. Nun, wenn nicht mal Kyo es glaubt, dann kann es einfach nicht möglich sein. Und wenn ein Idiot...
idealistischer, degenerierter so etwas nicht glauben kann, dann würde kein vernünftiges Mädchen das ebenfalls glauben. Hm, glaubst du? Ich glaube nicht, dass es seltsam ist, einen Toten wiederzubeleben. Die verrückte Schlampe redet endlich. Ja, vielen Dank, Mio. Part mal wieder demonetarisiert. Aber Pech gehabt. Niemand interessiert sich für deinen Bullshit-Kult. Nein, Moment. Wir sollten uns anhören, was Angie zu sagen hat. Ja, Angie darf reden, okay? Also, kann ich es sagen, ja? Okay, ich werde es sagen. Weil Arthur es möchte. Ja, was hast du vor hier, ha? Huh? Also, du glaubst, dass man Tote wiederbeleben kann, ja, Angie? Ich glaube nicht, dass dieses Wiederbelebungsritual wirklich die Toten zurück zum Leben bringen kann. Es ist viel eher so, dass sie die Toten zurück zu uns bringen. Was meinst du damit? Nun, weißt du noch, wie die ganzen Leichen wieder aufgeräumt wurden? Es wurde so sauber gemacht, dass es fast schon so ist, als ob es dort niemals eine Leiche gab, richtig? Also vielleicht... Vielleicht waren sie nie tot. Also, das wäre krass, wenn die zwei Morde, die wir bisher gesehen haben, gar nicht wirklich Morde waren, aber... Wir haben es doch gesehen, Angie! Sie waren gar nicht tot? Nein, das ist nicht möglich. Wir haben uns die Leichen selbst angeschaut. Aber vielleicht war es nur eine sehr akkurate Imitation. Eine Imitation? Nun, Monokuma und die Exisalz sind Beweis der verrückten wissenschaftlichen Fortschritte. Also könnte es vielleicht sein, dass sie es geschafft haben, sehr überzeugende Imitationen zu erstellen. Nun, wenn Andy das sagt, dann stimme ich auch einfach mal zu. Ich habe schon immer Angie supported, also von daher, meine Unterstützung hast du. Yay, danke Leute! Wait. Was? Nein, Moment! Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen! Oh Mann, wag es ja nicht, etwas zu sagen, du unhöflicher Degenerierter! Why? Hey, möchtest du etwa nicht, dass sie am Leben sind, Shuichi? Du möchtest nicht, dass die Toten noch am Leben sind? Doch, das möchte ich. Ich wünsche mir wirklich, dass sie immer noch am Leben wären. Selbst jetzt denke ich das. Aber egal, wie sehr ich das möchte... Oh, warte. Wenn alle noch am Leben sind, dann sie irgendwo hier in der Schule seien, richtig? Also das bedeuten, dass vielleicht einer von ihnen diese Nachricht geschrieben haben? Die Nachricht draußen? Wovon redet er jetzt hier? Sag mal, hier sind irgendwie 10 verschiedene Gespräche auf einmal. Zuerst kommen die dann mit ihrem Motiv, dann jetzt das hier. Was hast du jetzt noch? Gaunter, du weißt über diese Buchstaben Bescheid auf diesem Stein, richtig? Ja, aber es jetzt irgendwie anders sein. Als ich hierher gekommen bin, Gaunter etwas dort geschrieben gesehen haben. Und diesmal dort mehr geschrieben sein. THWORSNEIMA. Also, entziffern kann ich das jetzt nicht unbedingt. Es stand dort noch mehr geschrieben? Gaunter nicht wirklich verstehen können, was dort geschrieben war, aber vielleicht... Vielleicht ist eine Nachricht der Toten sein? Vielleicht alle uns eine Nachricht hinterlassen, die besagt... Hey, wir noch am Leben sein. Also. Vielleicht, aber keine Ahnung, du. Eine Nachricht von denjenigen, die bereits gestorben sind? Weil niemand hier diese Nachricht geschrieben haben, richtig? Also irgendjemand anderes diese Nachricht geschrieben haben müssen, richtig? Rest in peace. Willst du damit sagen, dass eine tote Person sich in der Schule versteckt und diese Nachricht geschrieben hat? Mit anderen Worten, es ist eine Nachricht der Toten? Moment, eine Nachricht der Toten? Was zum Teufel? Auf jeden Fall, es gibt nichts Göttlicheres, als mit seinen Freunden wieder vereint zu werden. Ja, du, aber mit den Toten? Und als sie das sagte, nahm Angie das Necronomicon vom Boden. Schwieriges Wort, oder? Naja. Angie, was hast du damit vor, hä? Huh?
Hast du etwa wirklich vor, dieses Ritual zu machen? Du weißt schon, dass es ein Motiv ist, ja? Aber vielleicht ist es ein Motiv, das zu gefährlich ist, es zu ignorieren, anstatt dass es zu gefährlich ist, es zu nutzen. Zum Beispiel, vielleicht sind die Personen, die bereits gestorben sind, immer noch am Leben. Und wenn wir dieses Ritual nicht durchführen, dann werden sie dieses Mal wirklich umgebracht werden. Das wäre ein Problem, wenn wir zulassen würden, dass 4 potenzielle Überlebende auf einmal sterben würden. Du bist so schlau, dass du uns das gesagt hast, Gunther. Du bist wirklich ein Retter dieser 4 Personen. Okay. Angie ging auf Gunther zu mit ihrem normalen Lachen und... You work so hard, Gunther. You're always trying to keep everyone safe. Even when you go berserk, you're still considerate of everyone else, aren't you? I know this because Atua is always watching you. Always watching Gunther? Ja, du. Ist das hier irgendwie Facebook oder so? Don't worry. You're not alone, Gunther. Atua is like a gentle grandmother, watching over you and keeping you safe. Grandmas are nice. Also Atua ist quasi die NSA, habe ich das verstanden? Also habe ich das richtig verstanden? Eine liebe Großmutter? Ich dachte, du hast gesagt, dass Atua ein wunderschöner Mann wäre. No. Nun, Angie... Angies Atua kann sein Aussehen ändern, je nachdem, wer ihn anschaut. Wow, wow, das ist auf jeden Fall überhaupt nicht verdächtig oder so. Oh, oh ja, warum trittst du nicht unserem Student Council bei, Gunther? Ja, es würde wirklich helfen, wenn du Teil davon wärst, Gunther. Genau, du wirst deine Kraft nutzen, um für Frieden zu sorgen. Siehst du, wie sehr dich alle brauchen, Gunther? Du solltest auf jeden Fall beitreten. Ihr brauchen Gunther? Okay, Gunther ebenfalls beitreten. Moment, aber was genau ist dieses Student Council überhaupt? Ist das der Grund, warum ihr euch so seltsam verhaltet? Nun, letzte Nacht hat Angie uns alle zusammengerufen, damit wir besprechen können, wie wir dieses Killing Game beenden können. Ich, Kibo, Tenko und Tsumugi. Und dann haben wir einen Entschluss getroffen. Our platform is the wholesale eradication of the killing game. Yeah. Our student council promises killing game-free alternate academy. Okay. Das ist eine interessante Wendung, du. Ein Student Council und Angie ist die Präsidentin? Yes. Hört sich für mich eher wie ein Kult an, aber was weiß ich, ne? Also was weiß ich schon. Ja, es kann keine Harmonie zwischen uns geben, wenn wir immer unterschiedliche Sachen sagen. Och, halt die Klappe! Was? Nun, es heißt Student Council, aber alle Entscheidungen werden von Atua getroffen. Aber weil Angie mit Atua reden kann, ist sie die Einzige, die die Präsidentin sein kann. Yeah, das stimmt. Ja, ich werde ebenfalls Angie folgen. Danke, Leute. Atua ist ebenfalls sehr froh. Oh, Mann. Sie wurden total einer Gehirnwäsche unterzogen. Angie hat ihren Einfluss verbreitet, bevor wir es überhaupt bemerkt haben. Aber es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Dieser Ort hat alle Konditionen, die man braucht, damit sich ein Kult formt. Ja, ich hab's gerade gesagt, das ist ein Kult, Leute. Das kann euch euer Ernst sein hier. Aber okay. Die Furcht vor dem Tod kann nicht vermieden werden. Ein Kult wird aus diesem Verlangen geboren. Also weil man Angst vor etwas hat, kommt es zu einem Kult. Ich glaube, dass es bei Religion da auch nicht wirklich anders ist, oder? Diese Angst davor, dass es nach dem Leben nichts mehr gibt. Ne? Das Leben nach dem Tod, der Gott, naja. Sie nutzt wohl diese Situation aus, um die Schule zu übernehmen und uns alle von Atua abhängig zu machen.
Dass wir euch ausnutzen, ist etwas unhöflich gesagt, ja? Der Präsident oder die Präsidentin möchte Frieden an dieser Schule. Und wir haben alle zugestimmt, okay? Ja, Gunther nicht zulassen, dass irgendjemand schlecht über Student Council redet. Oh Mann, du bist ihm doch gerade erst beigetreten, du gehirngewaschener Idiot. Aber ich bin überrascht, dass Tenko sich entschieden hat, beizutreten. Warum? Nun, weil du und Angie euch um Himiko gestritten habt, oder? Nun, wen interessiert's? Ich habe endlich realisiert, wie großartig Atua ist. Das stimmt, das stimmt. Nun, worüber haben wir gerade geredet, hä? Huh? Oh, das Necronomicon oder wie auch immer. Oh, das Wiederbelebungsritual, richtig? Nun, überlasst das einfach dem Student Council. Was heißt Student Council eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Deswegen sage ich die ganze Zeit das englische Wort. Irgendwie Schülerrat oder so? Ja, vielleicht Schülerrat, keine Ahnung. Es ist viel leichter, wenn Atua einfach die Entscheidung trifft. Es ist leichter? Das ist eine Erleichterung. Wenn es Atua ist, der die Entscheidung trifft, dann ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, Atua kann auf keinen Fall Unrecht haben. Jap, jap, Atua hat immer recht. Ist das euer Ernst? Dieses Wiederbelebungsritual ist eindeutig eine Falle. Es wird schon okay sein, solange wir alle unser Verlangen danach zu entkommen erstmal zur Seite schieben. Ich bezweifle, dass sie uns zuhören werden. Kommt es mir nur so vor, oder ist Kurikio irgendwie einer der Vernünftigeren? Wie kann das sein, wenn man so aussieht? Aber okay. Es stimmt, dass sie uns wahrscheinlich nicht zuhören werden. Aber du könntest zumindest versuchen zu helfen, Kaito. Was ist nun mit ihm los? Er ist die ganze Zeit schon ruhig. Das war etwas sehr seltsam. Huh.